Jo, sind wir live. Wenn du reinkommst, nichts Peinliches sagen, ich bin schon live. Okay. So, Malte, moin. Auch schon wieder am Start. Würde mein, würde mein. So, nicht wundern, wir brauchen heute extrem viel Energy, darum gleich mal ein Liter. Go. Energie 100.000 Watt. Viren- und Bedrohungsschutz. Wir brauchen das nicht. Was sagst du? Zu viel Energie, 100.000 Watt. Nego! Wände schieben immer auf den Tag. Bum, 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 bum. So. Müssen wir hier mal gucken, ob das mit den Sitzen so richtig eingestellt ist. Mikrofon passt, Tonqualität. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob alles soweit passt. Müsste eigentlich. Ich habe das Mikrofon jetzt mal ein bisschen näher an uns rangeholt, so dass es eigentlich stimmen dürfte soweit. Also, für die, die schon da sind, gerne mal was in den Chat schreiben, was wir heute so machen können. Das ist eigentlich ein ziemlich spontaner Livestream heute, weil wir einfach mal wieder Bock hatten zu streamen. Normalerweise hätten wir ja heute Abend gegen den FC Bayern gespielt, aber da haben wir direkt mal wieder ohne den DFB gemacht. Ja, Länderspielpause, es fuckt einfach nur ab. Letzte Woche ich noch ganz froh und munter hier im Pop. Ich war heute komplett dumm, ne? Kann Ja. das irgendwie sein? Aber hier Ja, war ich noch. Jo. Perfekt. Ich noch, ja, nächste Woche gegen Bayern, richtig geil, Mann. Hype ist real. Ja, scheiße, ich muss Niklas übrigens nur anschreiben, ob der nächste Woche dabei ist. Ja, lass mal gerade gucken. Ja, das wäre super. Über OBS. Ja, wir können noch ein bisschen. Du kannst eigentlich noch ein bisschen näher ran. So, ne? So, ne? Sollen wir so den ganzen Livestream machen? Ja. Okay. Ja. Nicht? Zu lang. Ich hätte es ausgehalten. So, Huch. Wo bin ich jetzt hin? Hier mal wieder. Nein! Hier rüber. So. Ja. Ah! So, gibt's denn hier interessante Videos? Die uns auch beide interessieren. Friedhof. Ein Video wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ich habe mal gerade reingeguckt, das dauert nicht so lange. Finde ich das wieder nicht. Wenn du schon reingeguckt hast, dann kannst du doch über deine geguckten Videos gehen. Ich bin dumm, das weißt du doch. Jetzt habe ich es auch falsch geschrieben. Hier auf jeden Fall schon mal der Trailer raus. Das ist Arminia, die haben das jetzt auch irgendwo einer Internetseite. Hast du das überhaupt irgendwann schon mal gehört, diese Internetseite? Was? Ich weiß ja nicht mehr, wie es heißt. Haben die irgendwas? Du weißt nicht, wie sie heißt, aber die haben eine Wir können gleich gerne mal reinschauen, wenn mehr Leute hier aktiv sind, weil das, was die gemacht haben, braucht auf jeden Fall mehr Zuschauer als drei. Drei. Jetzt für Vimeo. Hab noch nie gehört. Also dieser Film wurde auf Vimeo hochgeladen, kostet 5 €. Ja, ich dachte eigentlich auch, das wäre ein bisschen anders, das wäre nur so ein YouTube-Projekt, weil ich habe ja da selber mitgemacht. Ist jetzt aber leider nicht. Gut, es wurde auf Vimeo hochgeladen, 5 €. Vielleicht kommt das mal irgendwann mal bei YouTube online. Ich muss mal wieder, da mu muss ich mal Kontakt nochmal mit ihm aufnehmen. Weil das, was sie daraus gemacht haben, ist schon krass. Ja. Ich dachte, das haben die nur zusammengeschnitten, aber mit den Fakten und alles und mit den verschiedenen Eindrücken von den ganzen Leuten, die sie erzählen. Ich Also hätte richtig gern nochmal im Stream drauf reagiert, aber wenn das halt ein Pay-Film ist, dann darf ich das natürlich nicht. Also, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr die 5 € über habt, geht auf Vimeo, wovon ich noch nie was gehört habe, gebt die 5 € aus. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht, dass der Film geht eine Stunde irgendwas, oder? Nee, eine Stunde geht er nicht. 50 Minuten, glaube ich. Hat seit heute Ferien. Ach, ist in Niedersachsen Ferien? NRW, glaube ich, in einer Woche, ne? Weiß ich nicht. Was fragst du Ein mich das? Arbeiter weiß das normalerweise nicht. Ein kinderloser Arbeiter, sagen wir mal so. Ja, auf jeden Fall, da können wir gleich mal reingucken, wenn mehrere Zuschauer hier am Start sind. Ja, aber jetzt müssen wir mal gucken. Oder hier, guck mal, wir können den Stream von Marmin nicht übergucken. Vorher. Das war immer ganz interessant. Oder nicht? Also ich finde den super, ja.
ist nicht so ein eingebildeter Otto. der sieht einfach sein YouTube-Ding durch, ey, richtig geil. Mann. Jan, gib nicht an, du mit deinem, ja, ich kauf's mir, wenn's günstig ist. Ja, 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 ja. Ich kauf's mir dann, wenn's günstig ist. Ja, wir haben dich durchschaut. Moin, oh, Nico. Hör auf damit. Hör verdammt nochmal auf damit. Und ich geh da schon. Ich geh da schon. Und komm nicht wieder. Okay. Komm wieder. Ich sitze auf der, in der stillen Ecke. Aber dafür 48 bezahlt. Wie? Wie? Wo? Woher? Schwarzmarkt. Ja, ist echt so. Schwarzmarkt. Richtiger Gauner. Beziehungsweise euch. Jo. Uns gibt's ja in Reactions, in Livestream nur noch einen Doppelbock. Geht ja nicht mehr anders. So, wir brauchen jetzt trotzdem mal irgendwas zum Reacten. Ihr könnt gerne mal was in den Chat schreiben, was ihr besonders lustig fandet. Oder wir gucken gerade, so zum Start geht das eigentlich immer. YouTube-Kacke. Hier ist ja was Neues, vor 4 Monaten aber noch nicht gesehen. Mal reingucken, ne? Einfach mal reingucken. Jo, geht nicht. Ja. Heute ist die Tagesschau kaputt. Ja, nicht heute nur die Tagesschau, YouTube heute ist YouTube kaputt. Da sehe ich ja im Video von mir auf der Startleiste, auf der Startseite. Ja, so wie dein Kanal gerade durch die Decke geht. Normal, ne? Bei mir, wenn ich YouTube aufmache, sehe ich auch immer ein Video, also mindestens eins von dir, also. Wir gucken alle deine Videos, wir sind deine größten Fans, wir küssen dein Auge, Habibi. Ja, komm, was ist jetzt hier los? Ja. Wumms Songs. Ich glaube, da kenne ich einen von. Der Joan Bennett Song. Ich finde solche Parodien eigentlich immer ziemlich unlustig. Aber schauen wir mal. Kuss auf die Nuss, so sieht's aus. Übrigens mal reinschreiben, ob das mit der Lautstärke so geht. Ich habe länger nicht mehr reacted, darum. Weiß ich nicht, ob das bei euch so richtig gut ankommt, ob das vielleicht viel zu laut ist oder ob es geht. Darum einfach mal reinschreiben. Ich warte jetzt hier noch ein bisschen, bis ihr das in den Chat schreibt. Bribery Note. Oh, ich habe was vergessen. Was? Mein Tee. Hast du ihn schon fertig gemacht? Ja. Ja. Du bist super. Du bist elegant. Du bist super. Du bist elegant. So, dann gucken wir uns mal die Wumms-Songs an. Ich hoffe, das lohnt sich. Wie gesagt, eigentlich kein Freund von irgendwelchen Parodie-Songs. Aber ich lasse mich da einfach mal drauf ein. Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alter Weisheit, ja, wahrscheinlich. Sagt der Knecht mit 24 Jahren. So, ja, jetzt können wir das nicht gucken, weil sie ihren Tee vergessen hat. Super alt. Also gut, Kartenspieler Spiel gegen Bayern bekommen. Nö. Ich habe mich auch, wie schon gegen Köln, nicht um eine Karte bemüht. Denn sobald, solange die Stehtribüne nicht ausgelastet ist, gehe ich nicht ins Stadion, weil das für mich keine stadionreife Atmosphäre ist und ich so einfach keinen Spaß hätte, ins Stadion zu gehen. Ein bisschen lauter. Gut, dann machen wir es ein bisschen lauter. Machen wir mal so. Ja. Ich denke, das wäre alles gesagt. Und dann schauen wir uns mal den Wumms-Song von Joan Bennett an. Bennett ist schuld. Kennst du das eigentlich? Von Uli Hoeneß? Nee. Dann sollte ich dir das vielleicht mal zeigen, weil bestimmt kommt da irgendwas drin vor. Joan Bennett ist schuld. Uli Hoeneß. Da steht doch schon. Joan Bennett. Balowski. 19. Oktober 2018. Gut, ne? Die legendäre Wut-PK des FC Bayern. Die Bosse üben Medienschelte und erinnern beim Rundumschlag sogar ans Grundgesetz. Auch ein ehemaliger
ehemaliger Bayern-Verteidiger, bekommt ordentlich sein Fett weg. Und liebe Uli, zum zweiten Mal habe ich jetzt gehört, dass du den Juan Bernat so verherrlichst. Das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat verkauft haben. Ich sage dir mal eins. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Weil er uns fast die ganze Champions League gekostet hat. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Und nicht immer so hintenrum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Bernat ab. Das müsst ihr endlich mal begreifen. Worte für die sich Hoeneß im Nachhinein bei... Ja. Auf jeden Fall macht er den kompletten Spieler runter, weil er in einem Spiel versagt hat. So, jetzt lassen wir uns mal auf den Bernat-Song ein. Oh, ich hätte es übrigens so gefeiert, wenn der im Finale getroffen hätte gegen die Bayern. Ich war ja absolut für Bayern, weil ich gegen PSG bin. Aber wenn der getroffen hätte, dann hätte ich mir so einen weggelacht. Es war heute auch gut mit Paris, ne? Ja. Auch heute war vieles lustig. So, gehen wir rein. Sag mal, Juan, woran bist du nochmal schuld? Ich wusste das. Ja, okay. Oh la la, dieser Typ ist Kult. Doch leider ist er an allem schuld. Er hat ordentlich Mums, Juan Bernat. Ein Vorlagenkönig und nicht von Pappe. Spielt jetzt in Paris mit Mbappe. Der Tuchel hat ihn lieb, Juan Bernat. Wer ist schuld, dass Trump regiert? Dass Bayern bei TSG verliert? Und dass der da keine... Juan Bernat, ne? Okay, der ist schon gut. Der ist schon gut mit Uli Hoeneß. Ein dreimal rot, ein Haferschleim zum Abendbrot, dass der nix auf dem Kasten hat. Wer ist schuld? Fuck. Juan Bernat. Der ist schon so gut. Der Klimawandel macht den Nordpol platt. Und wer ist schuld? Juan Bernat. Oh, Scheiße. Moin, okay, das ist schon besser, als ich gedacht habe. Okay, dann können wir uns den Haaland-Song, aber über den kann man sich gar nicht so gut lustig machen. Schauen wir mal. Wo hast du das Lied gespielt? Hört sich an. Ein Riesenbaby aus, gerade aus der Kita raus. Dortmund flippt jetzt völlig aus. Haaland, Haaland, Haaland. Er trinkt wohl Kerosin als Sprit. Wenn er rennt, hält keiner Schritt. Er rettet Favres Arsch gleich mit. Haaland, Haaland, Haaland. Erling, Haaland, guck dir den Strahl an. Erling, Haaland, ole. Strahl. Die Leute wollen Tore sehen. Der Haaland, der sagt gern geschehen. Ein Hattrick für die Galerie. Das Lied hast du ja gespielt mit deiner Blockflöte, ne? Warum? Wie kommst du jetzt darauf? Meine Blockflöte im Hintergrund ist. Ja, ich hab. Wie heißt das Lied? Ich sag mal Titanic. Warte. Gehört zu Titanic. Ich wollte gerade sagen, I will always love you, aber das war ja was anderes, ne? Ja. Ach, keine Ahnung, wie hieß denn das Lied? My heart go home. Okay. Naja. Das war jetzt nicht so lustig. Gibt's noch ein Spiel, über den man sich lustig machen kann? Der Ramos! Okay, da kann doch viel sein. Hola! Ihr oh, die Rente! Er ist so gut, wir können es gleich mal Best of Falls von Ramos angucken. Ich mag Pokale, nur manchmal bin ich einfach zu doof und lasse ihn fallen. Der hat ihn fallen gelassen. Genau, ja, der hat einen Fall unterbrochen drüber. Legendär. Hand ins Gesicht und Ellenbogen voll in die Fresse. Dieses Fairplay. Vergiss es, schlag einfach
fühle mich wunderbar. Rambo, Rambo, eigentlich ist das schon Best of Falls. Geht so, ne? Lustig, dass die Kleinen schon immer beigebracht. Ja. Also gerne nur noch was in den Chat schreiben, worauf ihr reagieren könnt, worauf ihr Bock habt. Ansonsten gucken wir uns erstmal das 3 Minuten 32. Wenn es jetzt funktioniert. Ja, stimmt. Das ist ja auch immer so. Really, Nigger. Also vielleicht schon das Video. Hört. Ja. Ach, das kennt jeder schon. Vor einem Monat, das ist neu. Das ist neu. Ganz wichtig. Was schaust du so? Bist du psychisch komplett gestört? Oh, dann was? Sebastian Lege zeigt euch, wie man sich auf Entspannt den Magen ausdrücken lässt. Waschmittel und Chlor sorgen für ein Creme. Wer hat schon sein neues Lied gehört? Mega geil, wie ich finde. Ich habe so die neuen Songs von den Nan und Abführ und Deutschrapper überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm. Darum gucke ich auf Freitags gar nicht mehr so rein, wer neue Lieder hochgeladen hat. Auf einmal sehe ich erstmal SSIO neues Lied. Geil. Und dann fängt Samra wieder mit seinem guten, alten, brachial nach vorne geht Deutschrap an. Das neue Rodiermann 2020, das war schon ziemlich geil. Und jetzt bin ich auch wieder gehypt aus Samra Songs. Danke, Samra. Was hast du jetzt? Weiß nicht. Ist ja kalt. Bisschen. Schade. Lass mich doch. Lecker. Ich wärme dich. Hier habe ich ein bisschen Wattesalz. Da kommt erstmal ordentlich hinein. Das kann er merken. Für die Farbe nehmen wir einfach ein bisschen Erdöl. Ein paar Tropfen. Vorsichtig dosiert, gibt Farbe, aber auch Geschmack. Da müssen wir schon ganz fuchsige Gaumen haben. Genauso lassen wir es. Am Düsseldorfer Rheinufer hält Sebastian Lege Ausschau nach ein paar knackigen Düsseldorfern. Was ist in der Ravioli drin? Hätte ich auch mal ein bisschen was reinschreiben können, ne? Diesen Leckerbissen möchte sich Sebastian Lege natürlich nicht entgehen. Meine Mutter. Lege serviert seine Raviolis. Mutter? Ja. Wir müssen jetzt mal reinschauen. Und jetzt noch ein bisschen frisches. Bisschen WD-40. Um auch dementsprechend stabil immer zu bekommen. Klingt unabhängig. Egal was ist, WD-40 ist. Für rechte Anwendung, aber gesundheitlich unbedenklich. Voll verrutscht. Lull. Wir dürfen alle sagen, solange sie mich damit nicht beschmeißen. Weich, matschig und die Tomate schmeckt scheinbar gar nicht fertig ist. Tomate. Fast alle Tester wurden von mir gemacht. Tomate, sondern. Ja, ich weiß, nach der Mischung kriegen die garantiert das. Die ist ja nicht so lustig, oder? Wir zeigen euch heute, wie Fastfood-Ketten Pommes herstellen. Alter, fress doch nicht die ganzen Pommes weg, Ludwig. Was hast du da für Spastiken?
Sebastian Lehl hat meine Waschmaschine geklaut und schiebt sie jetzt durch die Gegend. Genau die, die im Video gezeigt wird. Kommt der jetzt ein Stein rein? Ich hoffe. Haben Sie zu Hause schon mal Ihre Waschmaschine geschält? Ich auch nicht. In die Trommel hat Lege etwas Sand geworfen. Das soll die Kartoffeln sandig machen für ein sandiges Mundgefühl. Einsteigen, da weiß er ein, die nächste Fahrt geht rückwärts. 20 Minuten später zeigt sich, der Sandautomat Marke Eigenbau hat funktioniert. Ja, da kann kein Sandkasten mithalten. Karstenstall. Genau. Wenn Ihnen die Kartoffeln ungewöhnlich gelb bekommen, schießen Sie die Kartoffeln einfach zu Ihren Nachbarn. Die haben ja ordentlich Zielwasser getrunken. Gut. Yeah! Gewinne, 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 gewinne. Jeder dritte Schuss gewinnt hier. Ich glaub's auch. Reagieren wir auf die krassesten Fouls. Jo, oder? Können wir gleich noch machen, das Video dauert ja nicht mehr lange. Die Kugeln etwa 10 Meter lang sein. Entscheidend ist der Stärkegehalt. Für außen krosse und innen noch krosse. Neymar hat nicht so viel Stärke gehalten. Gemessen per Unterwassergewicht. Ein Unterwasserwert von 420 Gramm. Das ist gut. Simmermiss. Für McDonald's und Burberry ein richtig gutes Geschäft. Burberry. Achtet ihr auf Lidl? Die neuen Pommes von Burberry. Die krassesten. Steht da schon voll zum Fußball. Ach, du bist ja schmerzbefreit, ne? Dann können wir auch das 10-Minuten-Video nehmen. Kannst du bei deinen Dosen ein bisschen an die Seite räumen? Dankeschön. Autsch. Ich dazwischendurch noch Lady Marco. Ja, hat schon ein paar abgekriegt, die schwerer sind. Das ist kein böses Foul. Dann nehmen wir gleich das 3-Minuten-Video. Da sind so ein paar Fouls dabei, die jetzt nicht so... Überhaupt, jo. Ja, ich erkenne nichts. Voll in die Fremde. Bam! Ah, in die Seite, okay. Na, war so ein Anspiel? Nee. Knapp vorbei. Alter, Finde, ey. Von Neu-Eulich umsonst. Max Musterfrau, uns geht es wunderbar, oder? Geht es dir schlecht? Ein bisschen krank, nee. Schade. und dir? Schade. Schade, Adi. Finn Kiel und Easy Peasy von Max Musafor. Nils ist ein Pilz, sagt, guck dir mal Choupo-Moutings Rettungsaktion bei PSG an. Das können wir gleich gerne machen. Oh,
Aua. Ah, oh, das shit. War voll in die Fresse. Alter. Hm. Ah, voll aufs Auge. Gelb? Gelb-rot? Und der nächste Moin Meister von die Sophies. Moin. Alles fit bei dir? Gerne in den Chat schreiben. Was macht der da? Okay. Extra noch zudreht. Ja, ja. Ich komme nicht raus, treten wir nochmal drauf, ne? Manche stehen drauf, wenn man es mit dem Fuß macht. Rot. Oh. Ja, und gleich gibt's noch Gelb. Ja, immer uns selbst. Ja, uns geht's auch wunderbar. Spontaner Livestream hier am Start. Jo. Lustiger Tag gehabt, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall so machen. Deutsch ist da. Was? Lustiger Tag gehabt. Lustigen Tag gehabt. Strebiber. Ja, danke. Strebiber. Ja, Strebiber. Weißt du, was auf meiner Tasche steht? Auf Ehre. Ja. Miss Wrong. Nein. Always right. Miss Wrong. Auf Ehre. Bei mir steht Mr. Right. Mr. Always Right. Ja, ja. Ja, ist so. Da beschwert sich gerade einer. Oh. Shit. Das ist der einzige Grund, warum ich kein Profifußballer geworden bin, weil ich nicht so einen abkriege. Hobe, zufällig den Livestream bemerkt. Oh, ganz zufällig. Da folgst du mir aber noch nicht auf Instagram. Du, das würde ich aber nachholen, ne? Denn da habe ich es angekündigt. Hashtag Schleichwerbung. Hashtag nicht. Ach so, da offensichtliche ist noch eine, Schleichwerbung. Friends, ich klicke mich aus und mache meinen Namen alle Ehre. Viel Spaß dabei. Wir auch mit 1 Liter Energy. Wir haben sogar 2. Ja, trink einen für uns mit. Nächsten Samstag trinken wir dann auch wieder. Jo. Erinnerst du dich an das Foul an dem Bielefelder, wo man den Muskel... Ja, Evelin, ne? Hast du das schon mal gesehen? Können Nein. wir gleich mal nachgucken. Willst du sehen? Ich bin schmerzbefreit sogar. Stimmt. Wenn ich kurz, ist es ja nur deine Tastatur. Nimm die Tasse. Passt nicht rein. Ach klar. ups, da wollte ich nicht hin. Ewald Liene. Überhaupt irgendwas auf YouTube zu sehen? Ah, oh, da sehe ich das, ja. Oha. Ich weiß nicht, ob das hier zu sehen ist. Obwohl ich das jetzt von der Entfernung, kann man sagen, so 70 Meter von mir abgespielt habe, nicht so hautnah, ja. Ganz schlimm. Und hat wahrscheinlich auch sehr, sehr schlimm ausgesehen. So widerlich, das ist so widerlich, ja. Und er wollte einfach weiterspielen, oder? Ach, das war das mit der Blutgrätsche? Oh, ey, das ist so ekelhaft, ey. Och, aber ich spiel weiter. Ich kann noch. Er geht Guck dir einfach. Das an. Ich kann noch. Hier, der hat mich gefault. Habt ihr das gesehen? Aber daran sieht man wieder dieser Unterschied zwischen heute und damals, ey. Das ist so krass. Und alle so, oh nein, wie kann er weiterlaufen? Er meckert einfach noch rum, obwohl er sein scheiß Bein aufgeschlitzt hat. Wie geht denn das? Mann! Das ist so gut, ey. Das waren halt nur echte Männer, ja, so sieht's aus. So, ich hätte irgendwie Bock auf so ein
wir können ja mal gucken. Man kann es nicht mal unter Beweis stellen. Was machst du jetzt? Erkennst du diesen Spieler an deren... Ach nee, das ist auf jeden Fall nichts für dich. Welcher Fußballer ist älter? Ja, komm dann. Das könnten wir machen. Ja, Bundespolizei, ne? Bewirb dich jetzt. Ja. Und werde Teil unseres Teams. Bisschen vielleicht Werbung für die Polizei machen, ne? Oder haben wir hier... Warte mal, wir machen das... Oh nein. Du weißt es doch eh. Nein, weiß ich wirklich nicht. Okay. Also, manchmal. Manchmal. Ach, haben wir hier irgendwo... Nur 1% weiß es nicht und dann... Du hattest doch dann noch die Briefumschläge gehabt, da. Warum soll ich jetzt einen Briefumschlag dafür nehmen? Ich will einfach einen Zettel haben. Ja, einen beschriebenen Briefumschlag. Was ist noch dein Block? Wir haben doch hier noch einen Zettel, hier so einen schicken. Ja, stimmt. Klar, Kirche. Ja, aber einen weißen. Ja, wir müssen doch nur Striche machen, oder nicht? Nee, ich wollte einen, wo ich eine 1 draufschreibe und eine 2, damit wir beide hochhalten können. Oh. Was ist das denn hier? Das ist ein Lehrerzettel. Ja, ist doch super. Oh. Genau. Zack. Ah ja. Hier hast du auch noch einen Stift. Einen richtigen Stift. Ja, das ist besser. Ah! Träume-Quiz können wir auch noch machen. Suarez. Ich wüsste jetzt tatsächlich, wie älter ist, aber ich würde einfach auf Suarez tippen. Benzema sieht älter aus auf dem Bild. Ah, nee. Aber ist das jetzt überhaupt schon? Oder ist das nur eine Vorschau? Da steht, wer ist älter. Also ich denke mal, es fängt schon an. So. Also, 1 ist immer links und 2 ist rechts. Und wir dürfen natürlich nicht gucken zu uns. Ich sag die. Du bist gut. Also. Ich bin Strebiber. Ich weiß nicht, ob es damit losgeht, aber ich denke das, mal. Das geht damit los. Ja, gut. Also. Lass mal gleich auf 3 machen. Was sagt der hier? Ah! Geil. Wieso sieht der auf dem Bild älter aus? Tja. Fuck, nein! Nein, nicht. Im Moment älter, ne? Ah, da hab ich doch richtig. Scheiße! Ich kenne beide nicht. Nein! Wir sollten das Spiel umtauchen, wer ist jünger? Ja. Boah. Beide auch nicht mehr die Jüngsten so. Er sieht ein bisschen aus, als ob er ein Gebiss hat. Auf dem Bild jedenfalls. No! Ah! Gerade voll am Reinscheißen hier. Ich hab einen Negativlauf.
Okay, das war schon. Ja. Fußballquiz. Fußball an den Ohren erkennen, was? Torhymnenquiz sollten wir machen. War doch eben auch schon, muss man zurückgehen. Ja? Ja. Da. Hier. Da. Ach, das war schon. Ja, stimmt, er hat letzte Woche schon gemacht. Ja. Aber der hat ja noch andere. Fußballquizzes. Na, geh doch mal weg da oben. Warte, Lila. Geh doch einfach zurück, da sind doch verschiedene Fußballquizzes. Welches ist das Logo? Welches ist das hier? Ganz vorne drauf. Ja, können wir machen. Ja? Ja. Gut. Dann ist 1 wieder für links und rechts für 2. Nee, da gibt's kein Entweder-Oder. Da sind zwar eben 2 Symbole. Auf dem Titelbild, doch. Ja, auf dem Titelbild. Deswegen ja. Aber das heißt jetzt ein Dingens und dann muss man raushauen. Ja, mach mal über Dings. Dann geht's einfach darum, wer schneller ist. Für jedes Team hat man 10 Sekunden Zeit. Okay. Komm. Parmesan? Was? German. Genau. Scheiße, einfach für dich. Boah, ich hätte es nicht gewusst. Oh, gib hier nicht so an, Alter. Hätte ich dir sagen können. Ja, dann würde ich dich ja... Ne? Ist das irgendwas Deutsches? Nein. Holland? Chelsea? Oh mein Gott. Ich dachte schon Chelsea, oh das ist doch was anderes. Ich bin ja so dumm. Ja. Ja. Nee, doch, das. Ja. Kenn ich das? Ja. Was? Barcelona müsste das sein. Ja, ich dachte ihn auch am besten. Ja. SCB. Braunschweiger. Ja, komm, das war es doch. Sieht nach Köln aus gerade. Richtig. Aber vielleicht, wenn es wieder gleich kein Köln ist. Victoria Köln oder FC Köln? Ich hab nichts gesagt. Rum. Wie heißt es denn Rum? Als Rum? Ja, Roma. Lol, genau. Woher wussten Sie das? Ja, sieht man doch. In Rom gibt's doch das hier. Was? Warte. Oh Mann, ich hab's im Kopf, Mann. Weiter. Manchester. Nein. Spanisch. Ja. Mann, man hat es im Kopf wieder. Tja. Ich glaube, ich weiß es. Das müsste Sporting Lissabon sein. Oh. Ja. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Sieht aus wie ein Auto. Benfica, Lissabon. Oh, doch nicht. Scheiße. Ich hätte mich auch gewundert, wenn die beiden Lissabon hintereinander. Komm, da weißt du. Da bin ich mir 100% sicher. Oh Mann. Ich stehe auf dem Schlauch. Arsenal. London. Ja, wollte ich gerade hinterher schmeißen. London. Deutsch, unten. Frank. Weiter runter. Ja, F ist gut, komm! Freiburg, genau. Mann. A? Nein, hat man schon. Aus der Wien. Käse. Holland. Ja, und? Amsterdam. Wie heißen die? Richtig, Ajax. Wie dieses Putzmittel. Deutsch. Unten. Komm, die kennst du. Die kennst du. Komm. Mercedes. Oh Mann. Wie geht das nochmal hin mit dir? Ja. Griechenland. Athen. Nein. Athen, was ist denn da noch in Griechenland? Zum Beispiel Olympiakos Pereiros.
Man weiß nur, man steht voll auf dem Schlauch. Also oh, man hatte das schon mal, weißt du nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal Arminia Bielefeld tippen, aber... Nein, niemals. Ich weiß es wirklich nicht. Nein, ist voller Born. Oh, scheiße. Ah, Mist. Ja, besser kommen zum Schluss, ne? Ist einfach so. Oh ey, weißt du, man ich hat mal wirklich gesehen, einen Fußballquiz gehabt, aber dann... Mal zurück, ganz zurück, dann war da auch Fußballquiz, eben gerade noch. Fußballquiz? Nochmal? Verschiedene. Für Bilder ein Verein? Fußballquiz, ja. Ja. Toll, nur Quiz. Ja, machen wir das erstmal. Letzten Mal, das habe ich schon gesehen. Hey. Ja. Das ist schwer gerade. Ach, Galaxy Tab ist 7. Ja, das hätte ich nicht gewusst. Und du? Ach toll, das ist ganz Europa, Alter. Das ist schon ekelhaft. Oh Mann. Ja komm, so ähnlich wie unsere. Sind zwei Vereine. Zwei? Ja, zwei Vereine haben das. Komm. Zwei Vereine. Einer aus dem Süden, einer aus dem Westen. Ganz Süden? Ziemlich. München? Ja. Und? Norden? Was? Westen? Westen. Westen. Tief im Westen. Nee, Dortmund kann es nicht sein, oder? Ja, fast. Ein, zwei, zweite oder dritte Liga? Zweite. Na, Düsseldorf ist drei, glaube ich. Ja. Düsseldorf ist zwei. Zwei, ist es Düsseldorf? Nein. Stuttgart? Was? Tief im Westen, Stuttgart! Hier mach ich ein Meme draus. Tief im Westen, Stuttgart! Kann man auf jeden Fall so machen. Ach. Komm, nicht D, sondern B. Borussia Mönchengladbach. Die Stadt fängt mit B an. Also, Bonn 17. Kanacken landen in Bonn 17. Bonn ist zu 17, Bonn zu 17. Nicht Bonn, sondern BO ist schon richtig. Bo. Oh Mann. Was schnurrst du mich hier so an? Danach kommt. Boch. Nicht Boch, sondern Boch. Bochum. Aha. Bochum, ich komme aus hier. Warum ich will nicht dir? Wahrscheinlich wird Bayern angezeigt. Ja. Pumpi oder nicht hinein. Naja, wenn Bayern Tor schießt, dann hört man hier und weiß, wer geschossen hat. Sich gerade nach Party angehört. Wir waren heute in diesem Bundesland. Niedersachsen. Richtig. Ja. Hannover. Nein. Nicht. Nein. Okay. Ganz Norden oder Grenze? Boah, fragst mich was, ey. Zweite Liga gebe ich dir noch als Tipp. Zweite Liga? Ja. Zweite Liga gebe ich dir noch als Tipp. Haha, Malte, ich halt's verdeckt. Sie wird nicht aufs Klo. Hannover nicht ist, Bremen ist ein eigenes Bundesland. Das ist richtig, hast du gut erkannt. Hamburg ist ein eigenes Bundesland. Was hat denn Niedersachsen noch so für große Städte? Ja, besonders groß ist die Stadt jetzt auch nicht, aber ist schon... Ja, so groß, dass sie eine Fußballmannschaft hat. Eine erfolgreiche. Ja, jede... Ja, ja. Also manch ein Arminia-Fan sagt, das ist nicht ganz so ein toller Fußballverein. Fällt ein Braunschweig ein, aber... Nee, letztes Jahr haben wir noch zweimal gegen die gespielt. Oh. Und einmal ganz spät ein Tor kassiert gegen die. Im Hinspiel haben wir eins mal gegen die gewonnen. Kiel kann es auch nicht sein, das ist ja auch noch ein Bundesland. Da wurde eine Menge Pyrotechnik verbrannt. Ach, da war ich nicht im Stadion.
Nee, warst du nicht. Das war das erste Geisterspiel. Ach, verdammt. Oh Mann, ich hab's doch. Haben wir das hier geguckt? Nee, das habe ich mit Mike zusammen geguckt. Da warst du zu Hause. Hast du gar nicht geguckt, glaube ich. Oder über einen Football geholt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mit welchem Buchstaben? Oh. Osnabrück ist nicht in Niedersachsen. Oh Gott, bist du dämlich. Deutschland ist für mich ein großer Fleck. Das sagt die Stoche. Sag ich doch. Ich finde die Tonne geil. Oh Mann, das hatten wir auch letztes Mal erst. Was denn das? Ja, wenn ich das gerade wüsste. Dortmund, Hamburg. Nee, der Verein spielt im Süden. Bayern ist es nicht. Nee. Bayern ist. Ich komm. Das ist irgendwas im Süden. Chat, könnt ihr uns helfen? Stuttgart. Ich sag so lange Stuttgart. Stuttgart. Schreibt mal rein, was. Wir kommen halt gerade echt beide nicht drauf. Ach, was ist noch im. Augsburg kenne ich die Hymne, das ist klar. Das ist Augsburger Puppenkiste. Süden. Ich hätte ja. Richtig hier, wie tief Bayern mal, oder? Wie hieß nochmal die Stadt Nähe Augsburg? Bieledorf, aber das ist es auch nicht. Ingolstadt. Irgendwas mit. Nee, doch Ingolstadt. Irgendwas mit B auf jeden Fall, meine ich, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Weißt du das wirklich nicht? Keine Ahnung. Will ich das verarschen? Nein. Du verarscht mich! Hallo, verarscht mich doch nicht! Warum wollte ich denn verarschen? Weil du mich immer verarschst. Ich habe keinen Plan, welche Tonne das ist. Sollen wir mal nachgucken? Junge. Ach ja, stimmt. Du Piep! Oh Mann, du bist so. Ah, Malte, danke. Ach, stimmt, Bielefeld, ey. Oh. Mann, bin ich blöd, ey. Ich sag nichts mehr. Ich weiß auch gerade nicht, welcher ist. Ja, das hast du eben auch gesagt. Ich weiß ja. Ich sag einfach da draußen. Okay. Ja, forget it. Ja, fast gleich Farbe. Ah, das ist doch die gleiche wie von Nürnberg, fällt mir gerade ein, die wir im Stadion verarscht haben. Ich hasse dich. Ich dich auch. Aber nicht erst vertraut, schon seit 8 Monaten. Ich dich, seitdem wir uns das erste Mal gesehen haben. Seit letztes Jahr Juni schon, hasse ich dich. Aber da haben wir uns noch nicht gesehen. Ja, aber geschrieben. Ja. Ja. Okay. Ja. Welcher Verein hat denn die Hymne? Rostreuser, Alter. Bin ich mal gespannt. Was? Parmesan schon mal? Der hätte ich jetzt nicht. Ich war in Deutschland. Ja, deswegen ja. Parmesan. Oh, was Ausländisches. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie unten, weiter unten. Ich glaube nicht, dass was Deutsches ist. Wer soll denn darauf kommen? Will er gleich noch Kreisliga machen oder? Arminia spielt lange nicht mehr in der dritten Liga. Oder Dorfmannschaft oder sowas? Leipzig? FCI? Das ist Ingolstadt, aber Ingolstadt hat den nicht. Der wer ist besser? Der Erz. Gott, die habe ich sogar schon mal live gehört. Ha, die kenne ich.
kommst du nicht drauf. Ja, Madrid. Also manchmal hört sich hier an Paris, Paris in Saint-Germain, in Saint-Germain. Deutsch? Keine Ahnung, wer das ist. Ich dachte, du weißt es. Nein. Rot-Weiß. Aber Moment, das hatten wir doch letztens. Essen? Nee. Nein. Rot-Weiß, wir hatten Rot-Weiß. Also Würzburg hatten wir, glaube ich, schon. Würzburg hatten wir schon. Essen, sorry, Rot-Weiß. Max, ist ein bisschen Verzögerung hier bei uns, darum kommt das. Aber du hattest es beides richtig. Ja. Wahrscheinlich nachdem es eingeblendet wurde. Rot-Weiß, Rot-Weiß. Noch rot-weiß. Ich meine, das war nicht Victoria, sondern wie hießen die anderen Kölner nochmal? Victoria Köln und Scheiße. Fortuna Köln. Ich entscheide mich für Fortuna Köln. Also der hatte auch irgendwie so einen Akzent, also. Ich habe auch keine Ahnung, ob er richtig ist. Oh, Schande über dich, Schande über dich, Schande über dich. Ich bin nur lauter ein Sympathisant, ich bin kein Fan. Das ist keine Schande. Naja, aber du guckst halt öfters den Stream von ihm. Ja klar, Mats ist auch ein Ehrenmann. Ja. Das können wir eigentlich noch machen. Da ist RB gesagt. Dabei. Robbie Bubble ist dabei. Nein, das kann doch nicht RB sein. Wie kommst du da rauf? Erfurt und Aalen. Ja. Ja, Bellamp verbindet zu Verein muss ja irgendwie, ne? Nein, doch. Bayern. Ja. Bayern gut. München. Dafür brauchen wir aber keine 15 Sekunden. Ist doch klar, dass das 60 München ist. Nein, doch. Ja, komm. Ja. Da ist der Vereinswappen schon drin, ey. Insolvent. Ja, insolvent müsste eigentlich für immer umgehen. Maximaler Disrespect, ne? Spreche nicht aus. Ja. Madrid. Das ist irgendwie gerade für blöde gemacht oder so. Ich geh mal kurz wohin. Sie muss schon wieder kacken. Ciao. Bin ich hier der Alleinunterhalter. Ja, 60 ist auch logisch. Relegation 2017. Ach, der arme Verein, aber die sind ja wieder auf dem besten Wege hoch in der zweiten Liga. Ich hoffe es auf jeden Fall. So einfach irgendwie, ne? Ist da nichts Schweres dabei? Du bist ja Dortmund. Auch logisch. Yay. Ach, Hertha. Warum war ich denn da gerade am Schwimmen? Ficker natürlich. PSG. Ach, nee. Leute, das ist so einfach hier. Geht hier ab. Ah. Jo. Ist ja kein schweres Spiel. Oder vielleicht irgendwas Allgemeines, was nicht mit Fußball zu tun hat, könnt ihr gerne mal in den Chat hauen. Was man so machen kann. Kennst du irgendwas Allgemeines, was man so machen kann? Hast du ohne mich weitergeraten? Ja, das war für Behinderte. Wirklich? Da wärst selbst du drauf gekommen. Ja? Ja, normal. Wir könnten das vielleicht noch machen.
Who is this player? Ich werde heute nicht alt. Du wirst nicht alt? Nee, mir geht's irgendwie nicht so gut. Mir geht's. Hallo, ich alle, lange online bleiben. Sport. This is a football quiz where you have 10 seconds to get. FC Barcelona, Argentina and number 10. It's just a warm. Wie alt ist das Video? Ja, komm, da kommen sie aber drauf, oder? The answer is Lionel Messi, the Argentinian superstar. This is a brand new transfer. Oh nein, das ist auf jeden Fall nicht. Eden Hazard. Ja, ist jetzt auch nicht Ronaldo. Na, ich hab nur drauf gewartet. Komm, den Ding, den kennst du aber. Pulli. Ja. Ja. Der Bräune. Komm, den kennst du. Deutsche Ball. Also, hast du noch einen Deutsch? Auch da hat doch einer gewechselt. Nee, der ist schon lange beim Verein. Was denn? Groß? Nee, das war ja noch, ne? Groß war nie bei Arsenal. Oh Mann, da ist doch einer. Anfangsbuchstabe? Ja, dann weißt du. Hat er keinen langen Namen? Nö, vier Buchstaben. Aber wenn ich dir den Anfangsbuchstaben sage, dann weißt du es. Ö. Özil? Richtig. Weißt du auch nicht. Alisson. Weißt du auch nicht. Von. Wie hieß denn der nochmal? Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ich verstehe das andere nicht mehr. Aber der Junge. Ah, ich glaube, so langsam sollten wir uns auch mal offline machen, oder? Ja. Bin auch nicht mehr so fit. Gut, dann war es auf den Livestream. Stündchen gestreamt. Ich denke mal, wir hatten das ein oder andere Späßchen. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Wir haben den Stream jetzt. Ja. Und dann geht es unter der Woche mit Videos weiter. Und dann auf jeden Fall nächsten Samstag einschalten, wenn es zur Reaction gegen den FC Bayern geht. Ich versuche mal noch ein paar Leute hier hinzuordern, dass die Runde mal etwas größer wird, dass wir ein bisschen Spaß haben. Ja, und dann würde ich sagen, bis dann.